Ja, wir wollen uns über Jesus als einen persönlichen Heiland Gedanken machen. Ich möchte dieser Predigt ein Zitat oder einige Zitate vorausstellen und hier anfangen mit eins aus dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Da werden wir aufgefordert, verlass dich auf Gott und nicht auf Menschen. Gott sehnt sich danach, dass die Menschen eine persönliche Beziehung zu ihm entwickeln. In all seinen Begegnungen mit dem Menschen beachtet er den Grundsatz der Eigenverantwortung. Er macht den Menschen ihre Abhängigkeit bewusst und bestärkt sie in dem Gefühl, Gottes persönliche Leitung zu benötigen. Er möchte, dass sie eine Beziehung mit ihm eingehen, damit sie in sein Bild verwandelt werden können. Satan arbeitet gegen diese Bestrebungen. Er versucht, uns von Menschen abhängig zu machen. Wenn wir uns von Gott abwenden, kann uns der Versucher unter seine Herrschaft bringen und so die Menschheit beherrschen. Also, zwei Kräfte, die hier miteinander streiten. Satan möchte die Menschen beherrschen, kontrollieren. Gott ruft sie nach dem Grundsatz der Eigenverantwortung zu sich. Und der Gott des Himmels, der Schöpfer des Universums, möchte eine persönliche Beziehung zu uns Menschen, zu dir und mir entwickeln. Er möchte nicht, dass Gott eine abstrakte Sache ist, ein Grundsatz, ein Prinzip oder etwas, dem wir nachlaufen, sondern möchte, dass wir verstehen, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Ja? Dass er ein persönliches Wesen ist, das eine persönliche Beziehung zu uns aufbauen möchte. Und er möchte, dass wir begreifen, dass wir letztendlich abhängig sind. Das klingt jetzt doch wieder so nach Unpersönlichkeit, ne? Aber er möchte, dass wir lernen, dass wir in unserem Dem einfach abhängig sind und bestärkt werden in dem Gefühl, dass wir seine persönliche Leitung brauchen. Das heißt, wir müssen uns nicht von Menschen abhängig machen. Was Menschen sagen oder was Menschen entscheiden, wo Menschen hingehen. Sondern wir sollen begreifen, dass wir es nötig haben, von Gott persönlich geleitet zu werden. Also nicht zufrieden zu sein, zu sagen, okay, der sagt mir, was ich machen muss, das mache ich jetzt und ich mache das richtig. Er mag ja selbst richtige Sachen sagen. Aber wir sollen ein empfundenes Gefühl haben, eine persönliche Leitung von Gott zu benötigen. Das finde ich ist doch schon ein Unterschied, als wenn ich einfach mitlaufe. Ne? Wir Menschen sind ein Herdentier. Ne? Die Mode macht das, was alle machen. Und das ist angesehen. Das machen wir auch. Aber genau das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir unsere Eigenverantwortung begreifen, verstehen, diesen Grundsatz wirklich zu Herzen nehmen und in eine persönliche Beziehung zu ihm eintreten, persönlich durch Gott geleitet werden. Und dass er das auch persönlich machen möchte. Oder in dem Buch Christi Gleichnisse, auf der Seite 25. Sehr viele Menschen geben vor, Gott zu dienen, ohne ihn durch persönliche Erfahrung kennengelernt zu haben. Sie erfüllen Gottes Willen nur nach eigenem Gutdünken und nicht aufgrund einer durch den Heiligen Geist gewirkten tiefen Überzeugung. Also viele Menschen, wir müssen fast sagen, die meisten Menschen, die vorgeben, Gott zu dienen, kennen ihn gar nicht persönlich. Sie sind Glieder einer Kirche. Sie sind Glieder einer Gruppe, einer Gemeinde, einer Bewegung. Und sie machen mit, aber sie haben keine persönliche Erfahrung, ihn kennengelernt zu haben. Und demnach können sie seinen Willen auch nur diffus befolgen. So wie sie es gerade vorstellen. Oder wie es ihnen vorgestellt wurde. Aber nicht, weil der Heilige Geist wirklich auf ihr Herz, auf ihr Gewissen eingewirkt hat und sie eine tiefe Überzeugung. Wir haben
erlangt haben. Wir haben davon geredet in der Sabbatschule, ne? Diesen Aha-Effekt beim Studium der Bibel. Wenn wir das nie haben, haben wir Gott nicht kennengelernt. Wenn wir nicht selbst nachlesen und sagen, Mensch, Tatsache. Ja? Da mag die Predigt gerne der Anstoß dazu sein, ne? Das Thema nochmal nachzuvollziehen, sich die Bibelverse noch einmal zu Hause in aller Stille vorzunehmen oder die entsprechenden Zitate nochmal vorzunehmen und die Themen nachzulesen. Das bringt uns dieses Aha-Erlebnis, was wir wirklich haben müssen. Ne? Diese tiefe Überzeugung, da mag die Predigt logisch sein, faszinierend, spannend, aber diese tiefe Selbstüberzeugung, die der Heilige Geist nur wirken kann, die kommt, wenn wir persönlich nachlesen. Und so kommt es dann, dass unser Verhalten oder das Verhalten der Menschen, wie sie hier beschrieben werden, eben nicht übereinstimmt mit dem Gesetz Gottes. Zwar bekennen sie Jesus als ihren Erlöser, glauben jedoch nicht daran, dass er ihnen die Kraft gibt, ihre Sünden zu überwinden. Ist das nicht erstaunlich? So viele Menschen bekennen Jesus, ja, er ist mein Erlöser. Berufen sich auf Jesus und glauben doch nicht, dass er ihnen die nötige Kraft gibt, zu überwinden. So wird übrigens die Christenheit in der Endzeit beschrieben. Wir wollen das mal aufschlagen. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 4 und 5. Oder Vers 5. Das sind Menschen, die die Form der Gottseligkeit haben. Also das sind Menschen, die vorgeben, Gott zu dienen. Die Christus und Jesus als ihren Heiland bekennen. Die haben also die Form der Gottseligkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Von diesem wende dich weg. Ja? Also Menschen, die Christus bekennen und sagen, ja, ich glaube an Jesus. Jesus ist mein Erlöser, mein Heiland. Halleluja. Und du sagst ihnen, oder du sagst, Mensch, aber muss man da nicht Gott gehorsam sein? Da gibt es doch so ein Sabbatgebot. Nein, nein, nein. Die 10 Gebote, die sind abgeschafft. Wir können das Gesetz Gottes nicht halten. Wir werden das niemals schaffen. Kennst du jemanden, der vollkommen ist? Das sind doch meist die Antworten. Ne? Oder bist du vollkommen? Das müssen wir gestehen. Nein. Nein, natürlich nicht. Aber ist denn meine persönliche Erfahrung der Maßstab der Kraft Gottes? Nein. Nein, ne? Aber eben, wir leugnen, dass er uns die Kraft gibt, unsere Sünden zu überwinden. Meistens, weil wir an der Sünde gerne festhalten wollen. Also, sie haben, kann man als Schluss sagen, keine persönliche Beziehung zu ihrem Heiland und ihr Charakter weist ererbte und gepflegte Mängel auf. Also eine persönliche Beziehung. Einmal nennt sie lebenswichtig. Ohne das geht es nicht. Das Christentum hat eine viel weitreichende Bedeutung, aus Zeugnisse für Prediger, Seite 364, eine viel weitreichendere Bedeutung, als viele ihm bisher beigemessen haben. Das Christentum ist kein Glaubensbekenntnis. Interessante Aussage, ne? Das Christentum ist kein Glaubensbekenntnis. Es ist keine Gemeindezugehörigkeit, keine bestimmte Kirche, keine Gruppe, kein Verein, Missionsverein oder sonst etwas, sondern das Christentum, es ist das Wort dessen, der da lebt und bleibt in Ewigkeit. Wessen Wort ist das? Gottes. Christus Wort, Gottes Wort, genau. Es ist ein lebendiger, beseelender Grundsatz, der von Geist, Herz und Beweggründen, ja vom ganzen Menschen Besitz ergreift. Ein Grundsatz, eine Wesenseigenschaft, ein Lebensgrundsatz, der das ganze Herz, den ganzen Geist, alle Beweggründe, den ganzen Menschen ergreift. Und ich war für eine Theorie, die wir verteidigen. Ein Glaubensgebäude, was wir genau studiert haben und genau kennen und gegen andere Irrtümer ausfechten müssen. Sondern es
ist etwas, was das ganze Wesen umgestaltet. Christentum, dass wir doch seine Wirksamkeit verspüren möchten. Es ist eine lebenswichtige persönliche Erfahrung, die das ganze Wesen erhebt und veredelt. Jeder ist Gott verantwortlich, der für alle Vorsorge getroffen hat, sich diese Segnungen anzueignen. Aber viele erlangen sie nicht, obgleich Christus sie ihnen zu einem unendlichen Preis erkauft hat. Sie haben die Segnung, die sich in ihrer Reichweite befindet, nicht ergriffen. Und deshalb haben sie ihre unangenehmen Gewesenszüge oder Charakterzüge beibehalten. Und die Sünde lauert vor der Tür. Während sie vorgeben, fromm zu sein, hat Satan sie zu seinen Helfern gemacht. Um dort, wo es ihm passt, niederzureißen und Verwirrung anzustiften. Und sie üben einen Einfluss aus, der den Seelen vieler, die ein Vorbild benötigen, das ihnen himmelwärts hilft, stattdessen Schaden zufügt. Diese persönliche Beziehung gestaltet unser Wesen um. Und wenn es nicht so ist, wenn es nur ein theoretisches Glaubensgebäude ist, wenn es nur ein Glaubensbekenntnis ist, das wir verteidigen, eine Meinung, die wir angenommen haben zu bestimmten Lebensfragen, und wir meinen, fromm zu sein, aber doch noch unsere Charakterschwächen haben, werden wir zu Werkzeugen Satans, ne? Da, wo es ein Beispiel braucht, wie man fromm lebt, wie man zum Himmelwärts weist, da kriegen Seelen ein Beispiel, wie man eigentlich weggelenkt wird. Es wird viel über die Wahrheit gepredigt. Das ist ja auch wichtig. Aber nur wenige sind durch die Wahrheit geheiligt. Es gibt ja eigentlich doch wenige, die überhaupt die Wahrheit richtig verkündigen, oder? Wie viele gibt es, die gerne die dreifache Engelsbotschaft direkt verkündigen, die Warnung für unsere Zeit auf den Leuchter heben? Würde man auch schon sagen, das sind ganz, ganz wenige, ne? Und von denen heißt es, die viel über die Wahrheit predigen, aber sind auch nur wenige geheiligt. Frömmigkeit und Gerechtigkeit werden nicht praktiziert. Und dadurch wird der Herr entehrt. Ohne eine lebendige Verbindung mit Gott hat die arme, schwache menschliche Natur keine Kraft, der Versuchung zu widerstehen. Und sie wird es niemals haben, bis die bekehrende Macht Gottes die Seele ergreift. Wir nähern uns dem Gericht und diejenigen, die der Welt die Warnungsbotschaft bringen, müssen reine Hände und reine Herzen haben. Ja, sie benötigen eine lebendige Verbindung mit Gott. Und so besteht die Notwendigkeit, dass wir von Herzen bekehrt sind. Wir müssen so weit kommen, dass wir eine persönliche Beziehung zu einem lebendigen Erlöser haben. Es ist eine Sache, dem Werk des Geistes bei der Bekehrung zuzustimmen, sich taufen zu lassen, Ja zu sagen zu dem theoretischen Glaubensgebäude, ne? Das zu begriffen und verstanden zu haben und zu bejahen, ist eine Sache. Aber das tarnende Wirken des Geistes, der zur Buße ruft, anzunehmen, ist eine ganz andere Sache, ne? Das Herz umgestalten zu lassen, sich einer Gemeinde anzuschließen, einige schlechte Gewohnheiten abzulegen, sich vielleicht einem bestimmten Lebensstil anzugleichen, um Teil dieser Gruppe zu werden, das ist eine Sache. Aber eine ganz andere ist es, wirklich das Herz zu reinigen und eine persönliche Beziehung zu unserem Heiland zu haben. Sowohl Lehrer als auch Schüler dürfen nicht nur der Wahrheit zustimmen, sondern sie müssen ein tiefes, praktisches Wissen über die Wirkungsweise des Geistes haben. Und dieses Wissen erlange ich nicht theoretisch, sondern wenn ich es an mir selbst erfahre. Dieses tadelnde Wirken des Geistes Gottes, der zur Buße ruft. Wie angenehm ist denn das?
Wie sehr sehnt sich unser menschliches Herz nach Tadel und Buße? Nicht so sehr, ne? Wir sehen uns nach Halleluja, nach Freude, nach Erlösung, nach Frieden und Glück. Aber das kommt erst, kann erst wirklich tiefgreifend Einfluss in unserem Leben gewinnen, wenn wir das tadelnde Wirken des Geistes Gottes zulassen, suchen und auch die Buße annehmen. Wir müssen Gott erkennen. Und wir erkennen den Vers aus Johannes 17. Das hohe priesterliche Gebet Jesu, Johannes 17, Vers 3. Es kann ruhig jemand von euch laut und deutlich vorlesen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ja. Erkennen. Gott erkennen, aber nicht nur theoretische Wahrheitspunkte über ihn zusammengefügt zu haben. Nicht eine Liste aufgestellt zu haben von Charaktereigenschaften, die man ihm nachlesen kann. Das heißt nicht Gott jemanden erkennen. Ja? Sondern wirklich ihn kennenlernen. Ja? Wenn mir jemand etwas über jemanden erzählt, dann kann ich viel lernen. Ne? Ich kann es aufschreiben, wie er ist. Ich kann seine Wesenszüge, ich kann ihn vielleicht auswendig lernen. Aber erst wenn derjenige mir persönlich begegnet, wenn ich mit ihm die Straßen lang gehe, wenn ich mit ihm Dinge unternehme, dann lerne ich ihn kennen. Ja, wir haben diesen Vers auch in der Lektion schon gehabt. Mhm. Johannes 12, Vers 32. Ja. Ja. Was möchte Jesus eigentlich? Möchte er nur Wissen in dieser Welt verbreiten? Möchte er, dass die Menschen die 10 Gebote einfach erstmal kennenlernen? Was ist eigentlich sein Ziel? Ich werde sie alle zu mir ziehen. Ja, ja. Ich möchte sie zu mir ziehen. Das heißt, ich möchte nicht einfach, dass sie begriffen haben, was der richtige Lebensweg ist. Ich möchte sie zu mir ziehen. Ja, Ramona? Er möchte die Menschen erretten von der Sünde und dass sie das ewige Leben haben. Das ist eigentlich sein Ziel. Genau. Das ist eine ganz praktische Sache. Ja, genau. Und das kennen sie nur, wenn sie wirklich mit ihm kennenlernen. Mich hat ein Lied immer beeindruckt. Kennt es aus dem Liederbuch Die Handschrift an der Wand? Und da kommt eine Passage vor, dass Daniel die Handschrift seines Gottes an der Wand liest. Und mich hat es immer beeindruckt. Immer beeindruckt, immer noch. Wenn Daniel die Handschrift seines Gottes an der Wand liest. Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr von jemandem einen Brief bekommt, von einem guten Freund und lest seine Handschrift? Das ist eine Beziehung, die da ist. Eine, die euch verbindet. Und er hat nicht mehr einfach da ein großes Geheimnis entlüftet und ein Urteil gesprochen, sondern er hat die Handschrift seines Gottes gelesen, Hannemann. Und das war seine Beziehung. Es war sein Gott. Es war nicht der große Schöpfer nur, der Herrscher des Universums. Er war nicht der Gott Israels. Er war sein Gott. Er, sein Gott, hat da was an die Wand geschrieben. Und das konnte Daniel lesen. Und konnte es in Nebukadnezar, an Belsazar weitergeben. Und so ist auch die Beziehung Gottes Volk am Ende der Zeit. Es ist nicht eine Beziehung zum Gott Israels, der Gott der Adventisten, nicht der Schöpfer einfach nur, was alles richtig ist. Aber wenn wir Jeremia Kapitel 7, 25 aufschlagen, Jeremia, das müsste Jesaja sein. Jesaja, verzeihung. Jesaja Kapitel 25.
spricht von der Wiederkunft. Die Verse 7 und 8 machen das ja dann deutlich. Wenn er den Schleier vernichten wird und alle Völker die Decke von den Angesichtern wegzieht, den Tod auf ewig verschlingt und alle Tränen abwischt. Wann ist das? Bei der Wiederkunft. Bei der Wiederkunft Christi, ne? Und an diesem Tag, im Vers 9, wie reagieren da die Erlösten? Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird uns helfen. Das ist der Herr, auf den wir harren, dass wir uns freuen und fröhlich seien in seinem Heil. Ja. Siehe, das ist unser Gott. Auf den haben wir gehofft und gewartet. Es ist ihr persönlicher Heiland. Sie freuen sich, ihrem Freund, ihrem Heiland zu begegnen. Und das findet man oft in der Schrift von Glaubensmännern, die nicht nur einfach den Gott des Himmels vertreten und Gericht sprechen, sondern die von ihrem Gott erzählen. Nehemia Kapitel 2, Vers 12. Nehmen wir 2, Vers 12. Ich machte mich des Nachts auf und wenig Männer mit mir, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott eingegeben hatte, zu tun an Jerusalem, und war kein Tier mit mir, ohne dass darauf ich ritt. Ja, und nochmal Vers 18 dazu. Und sagte ihnen an die Hand meines Gottes, die gut über mir war, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen, so lasst uns auf sein und bauen. Und ihre Hände wurden gestärkt zum Guten. Ja, also es ist interessant, was das Zeugnis von Nehemia in dieser Situation ist. Ich tat ihnen kund, dass die Hand... Nicht die Hand Gottes. Meines Gottes. Sondern die Hand meines Gottes über mir gewesen war und gütig war. Und ich sagte ihnen die Worte des Königs. Da machten sie sich auf und sprachen, lasst uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände. Also diese persönliche Beziehung war, es ist mein Gott. Und wie war Jesu Beziehung? Wenn Jesus von Gott sprach, mein Gott, hat er gesagt, Gott fordert das, Gott will das so haben. Mein Vater will das so haben. Ja? Es war sein persönlicher, empfundener Vater. Es war Nehemias persönlicher Gott. Er sagte, mein Gott hat das getan. Oder auch Elia. 1. Könige 18, Vers 15. Elia sprach, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich heute ihm zeigen. Ja, also Elia sagt, der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe. Er war sich bewusst, dass er vor dem Angesicht Gottes steht. Nicht nur einfach, dass die Menschen da stehen. Ne? Und auch Moses Beziehung zu Gott war die eines Freundes. 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Mann Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innersten des Zeltes. Ja, also Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und das haben wir nicht, ne? Das würden wir nicht durchstehen. Aber wir finden in Hebräer, das war ja auch nicht sein ganzes Leben so, dass Gott mit Mose direkt gesprochen hatte.
Das war etwas, wie sich das im Leben Mose entwickelt hatte. Wie seine Beziehung zu Gott immer enger wurde, dass Gott ihm wie ein Freund entgegentreten konnte. Wir lesen nochmal Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ja. Ja. Selbst als er noch nicht mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hatte, hielt er sich an den Unsichtbaren, als würde er ihn sehen. Es war Moses persönlicher Gott. Es war Nehemias persönlicher Gott. Es ist Davids persönlicher Gott gewesen. Da gibt es viele Passagen, wenn er Gott anspricht. Wir wollen einmal, vielleicht der Zeit halber, Psalm 18 aufschlagen. Psalm 18, fangen wir mit dem Vers 2 an. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das im Luther verschoben ist. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke, steht bei ihm. Vers 3 ist es denn, meine Mutter. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Ja, also Gott, eine Burg, ein Retter, ein Hort, es ist mein Gott, sagt er. Ja, und wenn wir jetzt in Vers 29 springen, ist es ein... Denn du erleuchtest meine Leuchte. 30 dann, Herr Luther. Ich lese mal weiter. Denn du erleuchtest meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Ist das nicht eine wunderbare Erfahrung, die David gemacht hat? Er hat erfahren, dass er ihm leuchtet, dass er auf seinem Wege wandelt. Ja, mit ihm kann ich gegen eine ganze Schar anrennen und mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Wir haben auch sowas, eine ähnliche Redewendung im Deutschen, auch wenn die nicht so schön ist. Ne? Mit dem kannst du Pferde stehlen. Ne? Auf den kannst du dich verlassen. David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, Hindernisse überwinden. Es ist sein Gott. Wir müssen Gott zu unserem Gott machen. Zu deinem. Zu meinem Gott. Noch einmal wollen wir aufschlagen, Jeremia 31. Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ja, das ist doch so ein schöner Parallelvers zu dem Johannes 12, Vers 32, den wir gelesen haben. Ne? Die habe ich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wenn wir das verstanden haben, wird der Heiland unser persönlicher Gott. Und das war auch mit seinen Jüngern so. Johannes, das ist ein Abschnitt, der mich sehr fasziniert hat. Das ist aus dem Wirken der Apostel, ab der Seite 555. Das Leben des Apostels Johannes ist ein Beispiel wahrer Heiligung. Während der Jahre inniger Gemeinschaft mit Christus war er oft vom Erlöser gewarnt und zur Vorsicht gemahnt worden und hatte diese Zurechtweisung angenommen. Dann war das tadelnde Wirken des Geistes Gottes, das ihn zur Buße rief. Und er hat es angenommen. Auch Judas wurde oft ermahnt. Aber bei ihm war das immer so ein Stich ins Fleisch, die Ermahnung. Als ihm der Charakter des Gottessohnes offenbart wurde,
erkannte er seine eigene Unzulänglichkeit und war tief betroffen. Tag für Tag sah er im Gegensatz zu seinem eigenen ungestümen Wesen die Güte und Langmut Jesu und nahm dessen Unterweisung über Demut und Geduld an. Tag für Tag wurde sein Herz mehr zu Christus hingezogen, bis er sein Ich vor lauter Liebe zu seinem Meister ganz aus dem Auge verloren hatte. Er bewunderte die Kraft und die Güte, die Majestät und Sanftmut, die Stärke und die Geduld, die er im täglichen Leben des Sohnes Gottes wahrnahm. Sein empfindliches, ehrgeiziges Wesen lieferte er der umgestaltenden Macht Christi aus. Und die göttliche Liebe bewirkte in ihm eine entscheidende Wandlung des Charakters. Johannes war fasziniert von Jesus. Er bewunderte ihn und sein Wesen, seine Kraft, die Güte, die Majestät und Sanftmut, an Stärke, an Geduld, als das, was Jesus ausmachte. Bewundern wir Jesus? Ist es bewundernswert? Staunen wir darüber? Oder ist es uns nur eine Ermahnung? Die Ermahnung war auch bei Johannes der Fall. Er beugte sich darunter. Und Stück für Stück wurde die Faszination und die Bewunderung für Jesus immer größer. Es war sein persönlicher Heiland geworden. Es war sein Heiland, sein Freund, sein Gott. Eine Umwandlung des Charakters, wie sie im Leben des Johannes deutlich wird, ist stets die Folge der Gemeinschaft mit Christus. Man mag jemand noch so auffallende Charakterfehler haben. Wird er ein wahrer Nachfolger Jesu, dann verwandelt und heiligt ihn die Kraft der göttlichen Gnade. Und schaut er gleichsam wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn, so wird er umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis er dem ähnlich ist, dem er anbietet. Ist es nicht Tatsache so? Wir schauen die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. An diesen alten Spiegeln, die waren eigentlich bloß eine polierte Metallplatte. Da war das Bild so ein bisschen, na, kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwo im Auto widerspiegelt? Ne, das, man erkennt sich, aber das Bild ist so unscharf, da würde keiner rangehen, ne? Habe ich hier noch einen Blick oder so? Das siehst du da nicht. Aber du siehst so ein unscharfes Bild. Ne? Und so ist das Bild auch, was wir am Anfang sehen, noch nicht so ganz klar, wie durch einen Spiegel. Da sind noch Unklarheiten, da sind noch. Na, wir haben Jesus nicht persönlich kennengelernt. Ne? Wir sind nicht wie Johannes und die Apostel mit ihm über die Felder gezogen, haben die Wunder nicht gesehen, haben seine Stimme nicht wirklich gehört. Aber doch können wir wie in einem Spiegel sein Bild von ihm bekommen. Und je mehr wir diesen Spiegel anschauen, desto schärfer, desto klarer wird das Bild. Wie in einem Spiegel, aber dann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit umgestaltet. Bis wir dem ähnlich sind, dass wir anbeten, dass wir bewundern, dem wir fasziniert nachschauen und sagen, wie er das macht. Ja? Das trifft nicht nur auf Johannes zu, auf die 12 Apostel, die mit Jesus gingen, oder auf Maria Magdalena oder den Lazarus. Nein, das trifft auf alle zu, die auf Jesus blicken. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit. Und war es nicht der Vers 2. Korinther 3, Vers 18? Mhm. Und jeder, der so auf Jesus blickt, je näher wir Jesus kommen, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto näher wir uns mit ihm beschäftigen, desto mehr wir seiner Stimme zuhören. Und je klarer wir die Reinheit seines Wesens sehen, desto deutlicher werden wir erkennen, wie überaus verwerflich die Sünde ist. Und umso weniger werden wir empfinden, uns selbst preisen zu müssen. Wir werden von einem stetigen Verlangen nach Gott erfüllt werden. Das ist natürlicherweise nicht da. Ne? Deswegen sagt Jesus aus, ich habe dich mit lauter Güte zu mir gezogen. Jesus muss uns ziehen. Und wenn wir dem Ziehen nachgeben, wenn wir anfangen, uns mit ihm zu beschäftigen, uns ihm zuzuwenden, zu lesen und im Gebet zu ihm zu kommen, ihm unsere Dinge darzulegen,
dann wird unser Herz von einem stetigen Verlangen nach Gott erfüllt sein. Werden. Und nie aufhören, vor ihm unsere Herzen zu demütigen und ihm unsere Sünden ernstlich und aufrichtig zu bekennen. Je weiter wir in unserer christlichen Erfahrung voranschreiten, desto mehr wird sich unsere Reue vertiefen. Weil da wird es niemand sagen, haben wir doch prima hingekriegt. Ne? Bin ich ein toller Überwinder, ein großer Missionar, ein prima Redner? Nein, es wird sich unsere Reue vertiefen. So wie es bei Paulus war. Er sagte, ich bin der Größte von den Sündern. Dem war das umso mehr bewusst. Auch Petrus hatte solch eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und deswegen traf es ihm auch so hart ins Herz, als er ihn betrog. Aber als Jesus ihn wieder einsetzte, stellte Petrus ihm eine komische Frage eigentlich. Johannes 21, in den Versen 20 und 21. Jesus stellte ihm die Frage. Nee, Johannes. Ach so, Johannes. Petrus. Petrus stellte Jesus eine Frage. Erst war der Fall, Jesus fragte Johannes dreimal, hast du mich lieb? Ja, und Jesus, Jesus fragte den Petrus, ob er ihn lieb hatte. Dreimal, hast du mich lieb, Petrus? Ja? Und bis er immer wieder eingesetzt wurde. Und dann kam Petrus mit einer Frage auf, die er dann an Jesus richtete. Und die, glaube ich, war aus aufrichtigem Herzen gestellt. Wer liest mal? Vers? 20 und 21. Johannes 21, Vers 20 und 21. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Und Jesus gibt ihm dann eine ziemlich abschlägige Antwort. Ne? Was geht dich das an? War letztendlich die Antwort. Aber die Frage ist, Herr, jetzt, was ist aber mit dem? Oder was ist mit jenem Bruder? Wie sieht es in seinem Leben aus? Was wird aus seinem Leben werden? Und Jesus sagt letztendlich, was geht es dich an? Ja? Selbst wenn ich möchte, dass er bis zur Wiederkunft nicht stirbt, ja? Was hat das mit dir zu tun? Sieh du zu, dass du mit mir persönlich ins Verhältnis kommst. Ja? Also was ist mit diesem? Unsere persönliche Beziehung zu Jesus darf nicht abhängig sein von der persönlichen Beziehung des anderen. Von seiner Erfahrung. Ja? Wir können uns Anstöße davon nehmen lassen. Machen wir ja auch. Ne? Wir nehmen uns einen Anreiz aus dem Leben von Johannes oder aus Petrus Leben. Aber davon darf unser Leben nicht abhängig sein, unsere Beziehung. Sondern sie muss mit Jesus direkt geknüpft werden. Wir können nicht von den Erfahrungen der anderen leben. Das ist ein Hörensagen von. Ja? Da erzählen sie mir was über die Liebe Jesu. Aber erfahren tue ich sie dann in meinem eigenen Leben. Wenn ich mit meinem Gott über eine Mauer springen muss, die so hoch ist, dass ich sage, da komme ich nie drüber. Und er macht, hops, und hups mich rüber. Wenn sich Schwierigkeiten ergeben, die unüberwindlich scheinen. Und Gott führt uns dadurch. Dann kann ich sagen, mit meinem Gott habe ich das erlebt. Ich habe darum gebetet und gerungen und die Sache hat das geführt. Wir sollen Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Und wir können sie so eng pflegen. Es ist die Gemeinschaft, die wir mit dem Heiligen Geist haben können, in besonderer Beziehung. Weil es war ein großartiger Nachteil, dass Jesus auf der Erde war für die Jünger. Und den hat er ihnen auch oftmals vor Augen geführt. Denn wenn Jesus gerade mal nicht da war, dann kamen sie oftmals in Schwierigkeiten. Ne? Da kamen sie oft ins Schwitzen.
Ihr kennt vielleicht die Begebenheit, als sie versucht haben, da den Sohn, diesen besessenen Sohn zu heilen, den der Vater gebracht hatte. Das war in der Zeit, als Jesus da mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Verklärungsberg war. Ne? Und wenn Jesus nicht gegenwärtig war, dann sind sie schnell in Verlegenheit geraten. Und konnte Jesus überall sein? Nein, das ging ihnen nicht. Ne? Er konnte nur da sein, wo er gerade war. Da war er auf dem Verklärungsberg. Und da mussten sie alleine klarkommen. Aber sie konnten etwas lernen, dass sie Jesu Gegenwart brauchten. Und diese Gegenwart konnte da sein durch deinen Heiligen Geist. Auch das mussten sie erst lernen. Ne? Johannes Kapitel 16. 16. Da kündigt ihn Jesus an, dass er gehen muss. Und das hat sie traurig gemacht. Ne? Vers 6. Wo gehst du denn hin? Fragten sie ihn. Sondern, weil ich dich zu euch gesagt habe, hat euer Herz sich mit Traurigkeit gefüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann wird der Sachverwalter nicht zu euch kommen. Oder der Tröster. Das ist Vers 7. Wenn ich aber weggehe, dann werde ich zu euch den Tröster senden. Ja? Also Jesus, es ist gut für uns, dass Jesus gegangen ist, nicht nur auf dieser Erde persönlich ist. Denn jetzt kann er das Werk im himmlischen Heiligtum für uns tun. Und durch den Heiligen Geist mit jedem wirklich Gemeinschaft pflegen, auch wenn wir nicht bei ihm sind gerade. Ja? Denn er hat die Fähigkeit, überall gegenwärtig zu sein, mit seinem Menschwerden aufgegeben. Ne? Gott kann überall gegenwärtig sein. Der Heilige Geist kann es auch, unmittelbar. Aber Jesus, konnte er das als in seiner Menschform? Nein. Und wir wissen aus dem Geist der Weissagung, er ist Mensch für alle Zeit. Diese Natur hat er nicht wieder abgelegt. Sein Opfer war kein Theaterstück, wo man mal ein Gewand überzieht und ein Kleid anlegt, eine Show spielt und dann das Kleid wieder ablegt und dann wieder da ist, wo man vorher war. Und sein Opfer war wirklich, er hat sich von einem allgegenwärtigen Wesen, von einem Wesen als Geist, wie wir es uns vorstellen können, hat er sich zu einem räumlich begrenzten Wesen gemacht. Ich will das nicht zu weit gehen, denn er hat die Möglichkeit, auch als Gott, selbst in menschlicher Gestalt, als im menschlichen Körper, der nicht überall gegenwärtig sein kann, doch gegenwärtig präsent zu sein, durch den Heiligen Geist. Genauso zu wissen, was los ist, genauso mitzuempfinden, als wäre er genau an deiner Stelle, als würde er hier neben uns in unseren Reihen sitzen. Denn er konnte wirklich, ohne zu betrügen, sagen, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Und auch wir können heute solche Gemeinschaft mit ihm pflegen, wie es die Jünger hatten. Johannes Kapitel 5, Vers 39. Da können wir uns ihm nähern. Da können wir uns mit ihm treffen. Mit ihm verabreden. Johannes 5, Vers 39. Sucht in der Schrift, denn ihr meintet, ihr ewiges Leben zu haben. Und sie ist es, die von mir zeugt. Die Schrift in die Hand zu nehmen, sich dafür Zeit festzusetzen, ist es eine Verabredung mit Jesus zu haben. Sich einen Termin zu setzen, wo wir ihn treffen. Wo wir mit ihm uns beschäftigen. Wo er gegenwärtig ist. Und dann können wir eine Beziehung aufbauen. In Mose, in den Propheten, in den alten Schriften, in dem Geist der Weissagung, wahrscheinlich noch, vielleicht noch viel lebendiger und eingängiger für unsere getrübten Augen. Mit dem Wort Gottes in der Hand kann jedes Menschenkind, wie auch immer sein Los im Leben fallen mag, die Gemeinschaft genießen, die es wählt. Über die Seiten der Bibel darf es Zwiesprache pflegen mit den edelsten und besten des Menschengeschlechtes. Also wirklich wie eine Zwiesprache. Uns mal hinsetzen an dem Berg, wo Jesus die Bergpredigt hielt.
uns mal hinsetzen, da wo Elia vielleicht am Karmel stand. Und mit diesen Gedanken, mit diesen Bildern im Kopf, die Bibel zu lesen. Es kann die Stimme des Ewigen lauschen, wie er mit den Menschen redet. Wenn es die Dinge erforscht und betrachtet, die auf Engel gelüstet zu schauen, darf es sich deren Gemeinschaft erfreuen. Die Gemeinschaft der Engel. Wenn wir uns hinsetzen, selbst wenn wir alleine sind. Das mag draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon sein oder in meiner Wohnung. Oder vielleicht noch besser im Wald. Ja? Können wir die Gemeinschaft der Engel genießen? Die sind wirklich da. Es kann in die himmlischen Fußstapfen des Lehrers, es kann in die Fußstapfen des himmlischen Lehrers treten und seinen Worten lauschen, wie es die Menschen taten, als Jesus auf Bergen, Ebenen und Seen Unterricht erteilte. Es ist ihm möglich, auf dieser Welt bereits in der Atmosphäre des Himmels zu leben und den Trauernden und Angefochtenen auf Erden Gedanken der Hoffnung und ein Verlangen nach Heiligkeit einzuflößen. So kommt es selbst immer in innigere Gemeinschaft mit dem Unsichtbaren, gleich dem, der vor alters her mit Gott wandelte und sich dabei an die Schwelle des ewigen Reiches näherte. Wir waren das. Henoch, ja. Was hat Henoch mehr gehabt als du und ich? Hatte Henoch Jesus lebend neben sich gesehen? Hatte Henoch dieses große Vorrecht, wie Mose, die Gott im Donner, im Blitz zu sehen, am Berg, von Angesicht zu Angesicht? Das wird uns nicht berichtet. Aber er wandelte mit Gott, bis die Tore sich auftun werden und es dort eingehen darf in das Reich Gottes. Es wird sich dort nicht als Fremdling empfinden, denn die Stimmen, die es dort begrüßen werden, sind die der heiligen Engel, die auf Erden schon seine unsichtbaren Begleiter waren. Es waren die, die es hier zu vernehmen und lieben lernte. Wer durch Gottes Wort in Gemeinschaft mit dem Himmel lebt, wird sich in der oberen Welt zu Hause fühlen. In der Bibel findet der Geist Gegenstände tiefsten Nachdenkens und höchsten Strebens. Hier kommen wir mit den Patriarchen und Propheten zusammen und hören die Stimme des Ewigen mit den Menschen sprechen. Wirklich mit diesen Menschen. Man denkt manchmal, Mensch, was wäre es, wenn ich mich mal mit Daniel unterhalten könnte über seine Weisung, ne? Wie ist es, mal mit Nebukadnezar zu sprechen, wie das war? Wie ist es mit Noah, als er die Arche gebaut hat? Wie war das da in der Arche? Das können wir versuchen nachzuempfinden und tatsächlich haben wir die Bibel lesen. Oder im Geist der Weisung diese Beschreibung. Wir sehen die Majestät des Himmels, die sich erniedrigte, um das Schuldopfer und unsere Bürgschaft zu werden, um allein mit den Mächten der Finsternis zu rechten und um unseretwillen den Sieg zu erringen. Eine ehrfurchtsvolle Betrachtung solcher Themen muss uns bewegen, muss das Herz rein und edel machen und gleichzeitig den Geist mit neuer Kraft und Lebensfrische erfüllen. Ja, so, es wird für dich und überhaupt für unsere Prediger, für jeden Menschen eigentlich, gut sein, die letzten Begebenheiten im Leben unseres Heilandes des Öfteren zu überschauen. So bedrängt Jesus auch von Anfechtungen wahr. Hier können wir alle Lehren von ihm annehmen, die für uns von äußerster Wichtigkeit sind. Wir täten gut daran, jeden Tag eine besinnliche Stunde das Leben Christi von der Krippe bis zum Kreuz auf Golgatha im Geist an uns vorüberziehen zu lassen. Und dabei sollten wir schrittweise vorgehen und jedes Geschehnis, vor allem die Schlussereignisse seines Erdenlebens, lebendig in uns aufnehmen. Sich das vorstellen, es lesen, immer zurücklegen, darüber nachzudenken. Und in unserer Fantasie, im Geist, durch die Bilder lebendig werden zu lassen. Denn der Teufel versucht so sehr, ganz andere Bilder in unseren Köpfen zu erzeugen. Ne? Mit Medien, mit einer Flut von Bildern, der man sich kaum noch entziehen kann, um diese Bilder zu verblassen. Durch solch eine Betrachtungsweise seiner Lehren, Leiden und seines unermesslichen Opfers, das er für die Erlösung der Menschheit dargebracht hat, können wir unseren Glauben stärken
unsere Liebe beleben, tiefer von dem Geist durchdrungen werden, der unseren Heiland aufrechterhielt. Ist das interessant? Wir können von dem gleichen Geist durchdrungen werden, der Christus aufrechterhielt, der ihnen in diesen Zeiten Kraft gab, das Ganze durchzustehen. Er war Mensch auf Erden und konnte nichts aus sich heraus tun. Und der Geist, gleiche Kraft, der gleiche Geist, der ihn aufrichtete, kann uns auch aufrichten. Es ist der gleiche Heilige Geist, der erlebt hat, wie Jesus im Gethsemane litt, der bei den Wundern dabei war, der die Wunder mitgestaltete. Und er möchte auch an deiner Seite sein. Um zuletzt gerettet zu werden, müssen wir alle zu Füßen des Kreuzes Buße und Glauben lernen. Christus erlitt Demütigungen, um uns von ewiger Schmach zu erretten. Er nahm Spott, Hohn und Schmähungen auf sich, um uns zu schirmen. Er hat das alles ertragen, um uns vor diesen Dingen zu schirmen, auch wenn sie über uns reinprasseln. Hat also doch ertragen, dass wir ein Schild haben, um dagegen gefeit zu sein. Unsere Übertretung war schuld daran, dass sich der Schleier der Finsternis um seine göttliche Seele legte und er aufschrie wie ein von Gott geschlagener und verlassener. Er trug unsere Schmerzen. Um unserer Sünden willen wurde er von Gram gequält. Er gab sein Leben zum Schuldopfer, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden. Alles edle und erhabene Menschen wird sich regen, wenn wir das Bild am Kreuz an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Damit wir uns die Zeit dafür nehmen. Und lesen und die Sache im Gebet auch betrachten. Ja. Das Gebet ist das Atmen der Seele. In ihm ruht das Geheimnis der geistlichen Macht. Kein anderes Gnadenmittel kann es ersetzen und die Gesundheit der Seele bewahren. Durch das Gebet kommt das Herz in unmittelbare Berührung mit der Quelle des Lebens. Wenn wir die Zeit des Gebets pflegen, kommen wir in so Distanz, heile, vermittelte Berührung. Das heißt, es ist unmittelbar, mit jemandem in Berührung zu kommen. Da ist nichts dazwischen mehr. Ja? Durch das Gebet kommt das Herz in unmittelbare Berührung mit der Quelle des Lebens. Es kräftigt die zarten Triebe religiösen Lebens. Wer das Gebet vernachlässigt, nur unregelmäßig oder ganz gelegentlich betet, wird seinen Halt an Gott verlieren. Wenn es ganz eine Theorie ist und wir das, die Zeit mit Jesus per unmittelbarer Berührung vernachlässigen, werden wir unseren Halt an Gott verlieren. Das geistliche Leben büßt seine Lebendigkeit ein und das Glaubensleben wird schwach und unfruchtbar. Bringt eure Sorgen und eure Freuden, eure Anliegen, eure Befürchtungen, alles, was euch drückt und quält oder freut, vor Gott. Eure Lasten können ihm nie beschwerlich sein. Ihr werdet ihn nie ermüden. Er, der die Haare auf eurem Haupt gezählt hat, ist nicht gleichgültig den Bedürfnissen seiner Kinder gegenüber. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Sein Herz wird gerührt von unserem Elend und von unserem Notschreien. Alles, was uns eure Gemüter belastet, bringt vor ihn. Nichts ist zu schwer, dass er es nicht tragen könnte. Denn er trägt ja alle Welt und herrscht über alle Dinge des Weltalls. Nichts, was zu unserem Frieden gereicht, ist zu unbedeutend, als dass er es nicht beachtete. Kein Abschnitt in unserer Lebenserfahrung ist zu dunkel, dass er ihn nicht lesen könnte. Keine Lage, in die wir geraten, zu schwierig, als dass er sie nicht meistern könnte. Kein Schaden kann die geringsten seiner Kinder befallen, keine Sorge das Herz quälen und keine Freude uns ergötzen, kein aufrichtiges Gebet von unseren Lippen kommen, die unser himmlischer Vater nicht beobachtete und an denen er nicht unmittelbar Anteil nehmen würde. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Schmerzen. Das Verhältnis zwischen Gott und jedem Gläubigen ist von solcher Zartheit und Innigkeit, als habe er nur für diesen einen, seinen geliebten Sohn, in den Tod gegeben. Gott möchte uns zu sich ziehen. Er möchte ein
persönlicher Freund werden. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dein Gott sein. Und für ihn ist es genauso. Er sitzt nicht oben im Universum und guckt so sich die Menschen an und sagt, na, da ist die, die müssen wir mal erlösen. Für die werden wir jetzt mal was tun. Sondern er sieht jeden Einzelnen. Als ob es nur dich auf dieser Welt gäbe. Ob du der Einzige wärst, der jemals auf Gottes Reaktion so wieder reagierte. Ist Christus denn ein persönlicher Heiland? Wohin wir uns auch wenden. Überall werden wir an jemanden erinnert, der uns teuer und wertvoll ist. Ne? Ist das nicht so? Wenn wir jemanden lieb haben, viel mit ihm beschäftigen, dann ist er dauernd in unserem Kopf. Ne? Und dann erinnert uns dies an ihn, ach, das hat er gemocht. Und ach ja, das hat er ja auch so ähnlich gemacht. Und ach, das sah aus wie sein Auto oder wie auch immer. Ne? Es verbindet immer was an Jesus, an unsere geliebte Person. Und so soll es auch mit Jesus sein, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen. Deswegen hat er so viele Gleichnisse erzählt. Ne? Damit immer wieder, wenn man diese Dinge sieht, den Seemann oder eine Hochzeit, woran denkt man denn? Ach Mensch, klar. Hat Jesus auch erzählt, ne? Und da warten diese, stehen da rum und warten, auch wenn die heute keine Lampen mehr haben und keine Jungfrauen mehr sind, die da stehen, denkt man doch dran, ne? An so ein Gleichnis, wenn man auf der Hochzeit wartet. Und es werden die alten Wahrheiten wieder in Erinnerung rufen. Oder wenn wir die Vögel sehen, sagen, ach Mensch, hat da Jesus auch erzählt. Ne? Dann, je mehr wir mit ihm uns verbinden, desto mehr werden wir an ihn erinnert, an den ganz alltäglichen Dingen. Durch lebendigen Glauben bleiben wir in Christus. Durch unsere persönliche Anwendung des Glaubens bleibt er in unseren Herzen. Wir freuen uns der Begleitung der göttlichen Gegenwart. Wenn wir uns dieser Gegenwart bewusst sind, werden unsere Gedanken Jesus untertan. Auch interessant, ne? Wenn wir uns der Gegenwart Jesu, seiner Engel, seines Geistes bewusst sind, dann werden sogar unsere Gedanken ihm untertan. Ja, manche Dinge erlauben wir uns nicht, weil wir gesehen werden, ne? Weil wir nicht gesehen werden? Oder mit unseren Gedanken können wir gerne unseren Dingen freien Lauf lassen, oder? Aber wenn wir uns der Gegenwart Jesu so bewusst sind, dann kommen wir selbst unsere Gedanken in die rechte Richtung, in die richtige Bahn. Unsere geistliche Tätigkeit nimmt mit der Lebhaftigkeit unseres Wahrnehmens seiner Gegenwart oder stimmt mit der Wahrnehmung seiner Gegenwart überein. Je mehr uns das bewusst ist. Und auf diese Weise wandelt er hin auch mit Gott. Und Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Wenn wir betrachten, was er uns bedeutet und was er im Erlösungsplan für uns vollbracht hat. Aber wir können sehr glücklich sein, wenn wir das Empfinden dieser großen Gabe Gottes für diese Welt, für uns persönlich pflegen. Solche Gedanken üben eine beherrschende Macht über den ganzen Charakter aus. Ich möchte es deinem Gemüt einprägen, dass man immer durchwünscht, einen göttlichen Begleiter haben kannst. Ob wir allein zu Hause sind und nachdenken, Andacht machen, oder ob wir aber auf der Arbeit sind, wenn wir es wollen, haben wir einen göttlichen, himmlischen Begleiter. Mögen wir die Erfahrung machen, dass wir sagen können, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Amen. Amen. Amen.